In diesem Jahr feierte die Dachorganisation der ungarndeutschen Kulturgruppen, der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, sein 20. Jubiläum, und zwar mit einer nicht ganz gewöhnlichen Feierstunde, die in der Veszprém Arena veranstaltet wurde. Der Landesrat wollte mit dieser außerordentlichen, nur ein einziges Mal aufgeführten interaktiven Megadarstellung die Kraft der Gemeinschaft, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und aber auch die Ergebnisse der 20-jährigen Arbeit auf dem Gebiet der Traditionspflege präsentieren. Ich war ja schon als Kind in der Tanzgruppe in Wehmen dabei und da hat es immer geheißen, ja, es ist schön, es ist gut, aber auch mit den Chören, mit der Qualität müsste man immer etwas weiter schreiten können und da braucht man Fachleute und da braucht man Chorleiter, da braucht man Tanzgruppenleiter, die das können und die choreografieren können und die auch wirklich wissen, was ungarndeutsche Kultur ist, was nicht mehr dazu gehört. Und ich glaube, dass Landesrat in den vergangenen 20 Jahren sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Qualität in allen drei Bereichen, das heißt Musik, Tanz und Gesang, einen großen Fortschritt gemacht hat.